Am liebsten reden die rechten Politiker in Europa über Themen, mit denen sie bei ihren Wählern punkten können. Die angebliche Bedrohung durch Flüchtlinge zum Beispiel oder durch den Islam. Bei diesen Themen sind sie sich meist einig. Aber was wollen diese Parteien eigentlich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik? Hier gehen die Vorstellungen weit auseinander. Die FPÖ in Österreich sagt gerne, dass sie Politik für den sogenannten kleinen Mann macht. Doch immer, wenn sie an der Regierung ist, merkt man, dass das nicht stimmt. Von ihrer Politik profitieren Menschen, die schon viel Geld haben. Und die Unternehmen. Zum Beispiel hat die aktuelle Regierung den 12-Stunden-Tag eingeführt, obwohl dagegen Hunderttausende Menschen demonstriert haben. Diesen neoliberalen Kurs teilt sich die FPÖ mit der Schweizer SVP. In Ungarn ist die Situation kompliziert. Auch Viktor Orban sagt gern, er sei der Anwalt der kleinen Leute. Und tatsächlich hat seine Regierung einige sozialpolitische Maßnahmen beschlossen, die der Bevölkerung zugutekommen. Gleichzeitig gilt, nur wer so lebt, wie die Regierung will, profitiert von den Maßnahmen. Wer Sozialleistungen erhält, kann zur Arbeit gezwungen werden. Und je mehr Kinder eine Frau bekommt, desto mehr profitiert sie von staatlichen Leistungen. Die AfD in Deutschland ist in Sachen Wirtschafts- und Sozialpolitik eine gespaltene Partei. Viele finden den neoliberalen Kurs der Parteien in Österreich und der Schweiz richtig. Vor allem in Ostdeutschland finden aber einige, die AfD solle sich als Partei der Arbeitnehmer präsentieren. Da könnte die PiS in Polen Vorbild sein. Sie macht Sozialpolitik von rechts, kann man sagen. Sie hat zum Beispiel ein Kindergeld eingeführt, das Renteneintrittsalter gesenkt und ein Wohnungsbauprogramm gestartet. Diese Maßnahmen sind ein Grund für die große Unterstützung für die PiS. Auch vom Rassemblement National in Frankreich könnte man zuerst denken, das sei eine linke Partei. Mehr Mindestlohn, Finanzmärkte eindämmen, Steuern für Reiche erhöhen. Und in Italien hat die aktuelle Regierung, an der die rechte Lega beteiligt ist, eine Grundsicherung für Arbeitslose eingeführt. Aber diese rechten Wohltaten gelten immer nur für die eigene Bevölkerung und die wird von den rechten Parteien immer rassistisch definiert. Nur die echten Polen, die echten Italiener oder die echten Franzosen sollen von den Erleichterungen profitieren. Ausländer und Migranten sollen davon ausgeschlossen werden. Da sind sich dann wieder alle Parteien ganz einig. Doch eben weil der Riss in der Sozial- und Wirtschaftspolitik oft mitten durch die Parteien geht, werden sie große Schwierigkeiten haben zu bestimmen, was für ein Europa sie wollen. Ein neoliberales oder eines mit nationalistischer Sozialpolitik.